Hi, wir versuchen den Bobby natürlich auch in unseren Tagesablauf zu integrieren und ihm eben auch viele Dinge beizubringen, die wir so täglich machen und dass er neue Erfahrungen sammelt. Deswegen ist heute Autofahren mal auf dem Programm. Und was bietet sich dafür mehr an, als einen Kurzausflug zu unserem Bötchen zu machen, dort eine Kleinigkeit zu essen, zu trinken, nochmal rauszugehen und wieder zurückzufahren. Bis jetzt klappt super. In den ersten 2 Minuten war zwar ein wenig Gejammer, aber vermutlich wie bei vielen Babys, jetzt schläft man. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis gleich. So, bevor es losging, haben wir die beiden, den Max und den Bobby, natürlich vernünftig gesichert und der Bobby sitzt in seiner Transportbox. So, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns, unverändert Ruhe im Kofferraum und ihr seht jetzt schon immer mehr Brücken kommen, immer mehr Gewässer kommen. Das ist das Schöne wirklich an Holland. Man hat hier wirklich viele tolle Wassersportreviere. So, jetzt noch 5 Minuten und wir sind am Ziel. Bislang war es wirklich immer noch ruhig aus dem Kofferraum und wir sind sehr gespannt, ob der Kleine dann dicht war. Schatz, was sagst du? Ach, davon gehe ich aus, sonst hätte er sich ja gemeldet. Ja, wir haben es gleich, wie gesagt, geschafft. Für alle, die es interessiert, wir sind hier in den Randmeeren in Nordholland und ihr seht gleich auf der linken Seite tatsächlich schon mal einen ersten Eindruck. Und gerade bei so einem Wetter ist es herrlich, das Ganze ist immer so ein bisschen wie Urlaub. Und tatsächlich, da lohnt sich auch die 1,5 Stunden Fahrt nur für eine Tasse Kaffee und ein Stündchen auf dem Deck. Ja, vielleicht seht ihr das im Hintergrund, fahren schon die ersten Schiffe, aber hier sind auch größere Strandbereiche, also die Holländer nutzen das Ganze hier ganz intensiv für den Wassersport. So, wir sind jetzt hier am Tor von unserer Marina angekommen. Ohne Schlüssel geht nichts. Tja, hat Schlüssel, er nicht erkannt. Mit Schlüssel geht auch nicht. Jetzt. Ah, da hinten geht jemand. Ja, und hier reiht sich halt ein Bötchen nach dem anderen ein. Und man muss zugeben, es ist einfach ein Stück Urlaub. Jedes Mal, wenn wir hier hinkommen, haben wir Urlaub. Und wenn es nur für ein Stündchen ist. Natürlich auch ein herrliches Wetter heute. Wir zeigen euch gleich noch ein bisschen mehr. So, jetzt gucken wir mal, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Also, Kofferraum auf. Max, bleib hier. Übrigens, diese Hundebox haben wir euch auch unterm Video verlinkt. Die ist klasse, praktisch im Aufbau. Und wie sieht's aus? Tipptopp sauber, ja mega! Tolle! Cool. So, an Bord angekommen, gibt's natürlich für den Kleinen erstmal frisches Wasser. Bei den Außentemperaturen hat man auch Durst wie verrückt.
Aber ihr seht, egal wie lang die Autofahrt ist, hungrig ist man als Welpe immer. Ja, der Max, der beobachtet die ganze Sache auch. Aber ne, großer Junge, du brauchst doch nichts. So, jetzt gibt es gleich für die Menschen auch noch leckeren Kaffee. Für den Max gibt es gleich ein paar Leckerchen. Und dann werden wir auch langsam schon wieder die Rückfahrt antreten. Ein Blick aus dem Fenster. Nein, heute werden wir nicht losfahren. Das ist dann doch noch zu früh für den Kleinen. Maxchen, alles gut? Während wir Jungs hier oben so ein bisschen den Wind und so weiter genießen, ist die Michi unten und richtet schon mal ein paar Sachen. Weil auf so einem Boot gibt es tatsächlich immer Arbeit, aber da gibt es bestimmt noch ein anderes Video zu. Lasst doch einfach mal ein paar Kommentare dazu da, ob euch das interessiert, dann stellen wir euch auch sowas ein. Nein, so ein Boot ist nicht zu klein. Auch nicht, wenn wir zwei große Bobtails haben. Ihr seht, der Max findet immer ein Plätzchen für sich und mit dem Kleinen ist es ja überhaupt gar kein Problem. So, und jetzt wird's Zeit für die Heimfahrt. Ja, immer dieses verdammte Halsband, ne? Das juckt auch und kratzt. Aber ihr seht, das passt super und wird auch wohl für die nächsten Wochen und vielleicht sogar Jahre reichen. Der Max braucht keine Box, der hat auch keine Box. Und die Leinen immer während der Fahrt abmachen. Und was soll ich euch sagen? Die Heimfahrt hat genauso gut geklappt wie die Hinfahrt zum Boot. Und jetzt, nach anderthalb Stunden Fahrt, wird erstmal ausgiebig gespielt. Das Ganze sieht viel wilder aus, als es wirklich ist. Und ihr seht, auch Bobby, der Kleine, hat Spaß dran. Bis zum nächsten Mal. Lasst uns einen Daumen hoch da. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.